Weiter geht's mit Starbound. Lan, für jetzt ist es erstmal, Chance verlorene Items aus der Höhle zu retten. Da an die Sachen ranzukommen ist schwierig. Das wird schon. Wir uns erstmal hier so einen kleinen. Erstmal falscher gekriegt. Erstmal so einen kleinen Weg. Das Ding ist, du kannst den Charakter nicht so ein bisschen bewegen, sondern der eskaliert halt dann richtig, wenn du kurz drauf tappst. Was bringt dir eigentlich das Cape? Ist es nur kosmetisch? Ja. Sieht aber cool aus. Pass auf, da geht's richtig tief runter. Ja, okay, merke ich mir. Ich hab nur leicht getappt und er übersteuert so. Oh nee. Kann man nicht irgendwie. So, ich hab mich nach oben gebaut. Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht auf der Karte oder so. Ich bin runter. Und dann? Ich bin eins. Alles. Okay, dann müssen wir jetzt hier weiter. Ich hab wieder nur leicht getippt. Es ist wirklich insane. Okay, vielleicht können wir den Kampf sogar vermeiden. Jo. Okay. Nee, hast du schon. Nach unten oder? Ja, nach unten. Ja. Ich hab so Angst. Okay, pass aber auf. Irgendwann geht's richtig tief runter. Okay, warte, ich sehe keine Wände. Okay. Ich hab's so leid. Das muss doch möglich sein, dass man das irgendwie. Ah, wir können es aber in der Zeit die ganze Zeit zueinander TP'n. Oh ja, das ist natürlich praktisch. Ich baue hier dann mal weiter den sicheren Weg nach unten. Okay. Muss ich auf jeden Fall beeilen, weil lange mache ich nicht mehr. Einfach wegen meinem Hunger. Bin da. Sehr gut. Ich hab auch den Kaktus oder so eingesammelt von dir. Alles gut. Und da sind deine Sachen, sehr gut. Ah, jawohl. Das war alles, wo du ran musst, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Etage runter muss, weil ich bin oft gestorben. Aber ich mach's so. Okay, ich versuch mal. Hier sind noch ein paar Sachen. Warum hat er meinen Enterlaken einfach losgelassen? Ich versuch mal so schnell es geht noch weiter nach oben zu kommen. Ich meine Sachen einfach herankomme. Okay, aber du bist schon in Illy tot oder was? Ich bin gleich am Weg verhungert, ja. Okay, ich komme. Ah, das sind halt Mobs, ne? War das denn jetzt hier hoch? Okay, oh. Die haben mich geslayed. Das sieht halt so interessant hier unten alles aus. Ja, das ist eine Spinne, schnell einbauen. Oh, gut, dass man so schnell bauen kann. Komm, hoch, 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 hoch. Okay. Nein! Oh Mann. Warte, den Enterhaken kann ich werfen. Ja, ich kann den werfen. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen unbedingt irgendwas zu essen. Aber unsere Sachen wachsen auch nicht wirklich. Okay, ich habe meinen ganzen Stuff back, glaube ich. Das ist top. Ich will jetzt erstmal hoch. Will hier nicht mehr sein. Verstehe ich. Ich kann nicht mehr. Hab ich die fertig gemacht. Silberohr! Oh, sehr geil. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass das irgendwie ein bisschen. Essen ran schaffen, dann können wir mal zur Sommerverkundung gehen. Ja, ich versuche hochzukommen. Dann können wir mal vielleicht. Wie, also, hat sich da wirklich an den Samen nichts verändert? Wir sind ein Stückchen größer geworden, aber. Viel ist das nicht. Okay. Wie können wir. Also, aktiv Essen beschaffen können wir ja gerade irgendwie nur, wenn wir Viecher töten. Da kriegen wir Fleisch raus. Oder wir suchen irgendwie offensichtliche Sachen, so. Mais, Kartoffeln. Das Ding ist, wie oft kriegst du denn Fleisch? Ich hab noch gar nichts bekommen. Ein paar Sachen getötet. Also ich krieg's auch nur selten gedroppt. Aber ich krieg's ab und zu mal gedroppt. Ich hab jetzt wieder eins im Inventar. Also es ist wirklich ein sehr rare Drop. Okay. Wir könnten uns halt eine Angel herstellen. Und Jagdspeere. Ich weiß nicht genau, was die bringen. Oh, doch. Cost is monsters to drop meat. 5 Stück kosten 3 Holz, 3 Steine. Ja, komm her damit. Aber muss man dann auch mit diesen Jagdsperren kämpfen, oder? Ja, anscheinend ja. Sind die gut zum Kämpfen? Das weiß ich nicht. Ich habe gerade die ersten hergestellt. Also was sagt so der Damage? Steht das irgendwo? Ja, wenn du draufklickst. Nee. Oder ich sehe es gerade einfach nicht. Okay, da ist ein Monster. Leicht geschafft. Oha. 23 Schaden macht das Ding. Bitte was? 320? Nein, 23 nur. Achso. Aber du kannst es auch nur einmal verwenden. Okay, dann muss man das benutzen zum One-Hitten, oder nicht? Ja. Wenn man nur dadurch dann Fleisch bekommt. Also der Schleim hat mir nichts gegeben. Ein Fleisch. Okay. Braucht man andere Monster dafür.
bin da. Ich habe wieder ein paar Kisten mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Ich habe hier unten mal so ein paar Kistenlager gemacht. Siehst du, nur 3 Stück. Und wie sieht's mit hier? Ich habe ein Fleisch für dich. Sehr gut, schon gekocht. Für dich aber davor kochen, genau, kochen nicht vergessen. Was kostet das? Einfach nur ein Steak. Sehr gut. Ich brauch's gerade nicht so dringend. Jetzt hab ich's schon mal auf Vorrat, weil ich bin ja gerade gestorben. Okay, warte mal, können wir irgendwie was Besonderes damit kochen? Ne, können wir nicht. Schau mal, Tomato kann man kochen. Raw Ribs. Truthahn-Dings. Okay. Das Inventar ist anscheinend ziemlich groß. Hab einfach mal ein paar nutzlose Sachen weggepackt. Oh. Moth Trap. Ja, können wir uns von Motten ernähren. Bugnet, Fishing. Ich glaube, wir sollten nur noch Fishing gehen, oder? Timber, Titanium war. Ja, das war das Problem. Hunting Bomb. Was ist das für ein OP-Lizard? Also ich weiß nicht, die Jagdspeere sind nicht so fleischlastig. Ich glaube auch nicht, dass es so von Vorteil ist, die ganze Zeit die zu craften. Ich glaube, wenn man einmal so einen Bogen hat, das wäre nicht schlecht. Ja, ich wollte nur einmal testen. Copperbar braucht man dafür. Das haben wir ja. Das haben wir ja. Ja, genau. So, ich kann mir ein bisschen Popcorn herstellen nochmal. Oh Gott, der hat mir schief mit. Ich geh mal die Baumsettlinge anpflanzen. Jo, das ist sehr gut. Oh, da ist so eine Karotte gewachsen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob die schon fertig ist. Ich glaube nicht. So, jetzt setzen wir nochmal. Da. Also der Kopf schaut raus, deswegen dachte ich, die ist doch bestimmt schon fertig. So, perfekt. Ganz so weit. Alles klar. Ich glaube mit E oder rechts geerntet man die, aber hier. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich glaube, das ist noch nicht fertig. Okay. Weil normalerweise erntest du die Pflanzen ja einfach ab und die bleiben dann drinnen. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Ja, was können wir denn sonst noch? String hier. Wenn wir einen String machen. Kannst du machen. Also ich würde sagen, die nächstbesten Sachen, die wir machen, sollten jetzt einfach in die Höhle gehen, Erze farmen und dann unsere Schwerte und Waffen verbessern. Hast du 20 Timber? 20 Timber? Ich weiß nicht mal, ob ich einen habe. Ich habe 3 Eisen und 11 Kohle. Top. Und 7 Kupfer. Hätte ich den ersten Bogen schon machen können. Okay, wir haben hier schon alles, ne? Wir haben hier schon alles gecraftet vom... Ja... Okay, wir haben Wooden Workbench, haben wir auch, wir haben alles davon. Okay. Wooden Hedge, Wooden Gate. Ich hätte gerne sowas wie eine Treppe, einfach. Oder eine Leiter. Hast du irgendwas in die Richtung gesehen? Nee, Wooden Support, Wooden Chair, Wooden, das sind alles eher so kosmetische Sachen. Das ist halt also ein Weg nach unten bauen können, und vielleicht später. Natürlich sein, weil wir müssen ja auch die ganzen Workbenches dann upgraden und so. Okay, wenn du Copperbars brauchst, gib mir Bescheid, ich hab 33. Oh, Kartoffel ist gespawnt. Wie gespawnt? Potato Seed. Potato Seed, die ist ausgewachsen. Wir kriegen Potato Seeds raus, ja. Wie viele? Einen. Na man. Also das, was du investierst, kriegst du auch wieder raus. Okay, plus das ist gut. Oben drauf eine Kartoffel halt, ne? Okay, das packe ich jetzt mal in eine Chest rein. Also sonst platzt gleich wieder an, oder? Den Seed habe ich schon wieder angepflanzt. Ah, sehr gut. Okay, ja, dann lass uns runtergehen. Jo. Boah, ich komme mit dem Game noch nicht so ganz klar. Das merkt man auch, oder? Hast du es überlebt? Nee, ne? Nee. Okay. Ich bin voll auf den Boden geschallert. Ich will nur ganz kurz vorbeiflitzen sehen da. Ich wollte nur eine weiter runtergehen. Ja, ich platziere. Warte, ich. Okay. Okay, ich hab wieder alles. Ah, hallo. Du bist nicht gestorben, Gott sei Dank. Das wäre ganz schlecht gewesen, weil du wärst in mir gestorben. Dann hätte ich einen ganzen Shit gern. Ja. Ich kann auch leider keine weiteren Fackeln bauen, weil. Jupp, mach nichts. Ich würde sagen, wir bauen uns hier erstmal noch weiter runter oder gehen wir von hier aus gleich weiter nach links runter gucken? Das ist halt die Frage, ne? Also ich würde sagen. Können wir beides machen. Lass uns mal so, ja genau, lass uns mal so erstmal so straight runterbauen und mal schauen. Okay, du baust straight runter, ich platziere dann immer die Plattform. Okay. Wenn du Lust hast oder so. Ja, ja. Du sahst gerade so aus, als würdest du irgendwo hinwollen. Ich wollte schauen, ob die Bäume vielleicht wieder da sind. Och nee. Oh shit. Ich komme. Bin tot. Nein, nein. Nein. Egal, ich bin gleich hier da.
Du bist in mir gestorben. Ja. Du musst mir kurz sagen, was du da alles bei dir hattest. Okay, ich sehe ja noch. Gib mir einfach. Hier, das hattest du. Das habe ich so, glaube ich, irgendwann mal von dir aufgesammelt. Was ich brauche, ist einfach. Wie heißt das? Die Plattform wieder. Damit ich weiterbauen kann. Ja, perfekt. Und ansonsten brauchst du noch irgendwas? Nö, das passt schon. Gib mir einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Du hast das Essen aufgesammelt, ne? Brauchst du mir jetzt nicht wiedergeben, aber das ist wichtig, dass wir es nicht verlieren. Ja. Ich hatte ein Steak und ein Popcorn. Ja, behalt das ruhig, weil du hast ja jetzt. Also ich habe jetzt keinen Hunger mehr erstmal. Achso, nee, ich baue weiter. Okay, sehr runter. Gut. Aber das Sand ist hier richtig widerlich in dem Game. Schau dir das mal an. Warte, ich muss kurz die letzte Plattform platzieren. Ach du Scheiße. Ja. Ja, okay, das ist natürlich sehr nervig. Können wir das unterbinden, wenn wir da einen Block platzieren irgendwo vielleicht? Ich probier das mal. Jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ne, okay. Ne, es bleibt immer noch asozial. Okay, aber wir kommen Stück für Stück voran. Ich helfe auch mit, vielleicht geht das dann schneller. Ja, es geht schneller. Na gut, ob das so sinnvoll ist, was wir hier machen, weiß ich nicht, aber egal. Das machen wir jetzt aus Prinzip, ziehen wir jetzt durch, weil wir verlieren nicht gegen den Sand. Ne, das wird nachher Glas für unser Penthouse. Genau. Boah, das ist ja asozial, ey. Oh, rechts hört's auf. Da ist irgendwie eine Hürde gewesen oder so. So, ja, gucken wir mal rein, ne? Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes da. Ich hab so Panik. Pass auf, nicht weitergehen. Hier geht's runter. Okay. Was ist das hier? Was dreht sich da? Ich glaube ein Viech oder so. Okay, ist tot. Ist noch eine Fackel. Was ist das denn hier? Kannst du nochmal die Hälfte von Holz droppen? Ja. Au, oh, ja, stimmt. Ich habe Holz. Ich kann Fackel bauen. Wie splittet man das? Shift-Rechtsklick. Shift-Rechtsklick, alles klar. Super, vielen Dank. Was ist das hier für ein rotes Zeug? Pilzblöcke? Oha, klingt nach Essen. Klingt nach Essen. Lass mal die Blöcke essen. Oh, da kenne ich nichts. Hast du noch Kohle? Zum Fackeln machen? Ich sehe gar nichts. Ja. Ah ja, perfekt. Okay, nicht runter, nicht runter. Hier ist gefährlich. Komm. Okay. Warte. Oh, er kriegt Knockback, sehr gut. Oh, hier ist Kohle, sehr gut. Hier geht's tief runter. Was ist das denn hier? Irgendeine. Hä? Pilze! Und. Learned Mushroom Blade, hä? Oh, was war das? Learned Host. Mushroom Block. Okay. Krass, wir haben irgendwas gelernt gerade. Wie haben wir das gemacht? Ich habe Pilze aufgesammelt und einen hast du gekriegt. Davor, die siehst du die? Die kannst du mit E aufsammeln. Ah, okay. Top. Geil, die können wir sicherlich kochen oder so. Leckere Pilzpfanne, ein paar Steinpilze und Maronen da rein. Let's go. Ja, ich glaube, jetzt werden wir keine Food-Probleme mehr haben, oder? Ich hoffe erstmal nicht. Ich habe, glaube ich, Gold gefunden hier. Oha. Und hier ist ein Eisbiom. Jetzt geht's ab, ey. Jetzt kommen wir voran hier. Ah ja, Mann. Wir brauchen nur dringend bessere Werkzeuge. Ja, ich glaube, da müssen wir dann mit der Zeit mal die Dinger upgraden. Die Schmiede vielleicht gibt dir irgendwas. Ja. Aber die gibt halt auch nur Waffen, ne? Und ich habe ja schon Äxte gesehen und so Kram. Ah, hast du? Ja, kannst du oben hier switchen, den Reiter. Ich habe einfach mal alle Erze mit, die ich finde hier. Kannst du mir nochmal die Hälfte von Dirt geben? Ich habe das mal benutzt zum Hochstacken. Ja. Juck, perfekt, danke. Das ist, glaube ich, erstmal genug. Ja. Kann man irgendwie einstellen, dass man immer den kleinen Block platziert? Mich nervt, dass ich immer viel verschwende mit, automatisch. Ah, jetzt hast du ihn bekommen, oder? Dann musst du halt immer Shift drücken, aber ich hätte es halt gern, dass es immer so ist. Oh, ich hab Silber gefunden. Sehr gut. Ach, das ist das Gold? Bitte? Ja, das ist Gold. Ja, Gold, oh. Oh, wer ist er denn? Welcher? Boah, der sieht heftig aus. Hab ich neben geworfen. Aua. Oh Gott! Okay, ich hab's überlebt. Kannst du gleich porten. Das ist ja ein richtiger Endboss. Ich hab Wurfspeere 9 Stück noch, aber ich komm grad nicht ran. Ich kann auch nochmal reingehen. Ich bin wieder full life. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Okay, gib ihm. Ich baue eine Treppe schnell schon mal hoch. So ein Mistviech, ey. Jetzt kann ich hier nichts platzieren. Ah, jetzt. Hat nicht mal irgendwas gedroppt, was gescheitert. Boah, das ist asozial. Kommt schon wieder so ein Ding. Oder so was ähnliches. Ja, der ist okay, der ist fein. Okay. Oh Gott, er schießt. Ja, das ist auch asozial, ne? Der trifft mich und ich treffe den nicht. Geht's da noch weiter? Ja. Okay, dann komm ich auch nochmal rein.
Schau mal, ich habe auch nicht verstanden, was bringt dieses Ding hier, Manipulator, den habe ich schon mal bekommen. Alter, damit kannst du deine Spitzhacke upgraden und dieses komische Ding, was du da hast. Und wie mache ich das? From the access panel on the right hand. Also man braucht mehrere von dem. Und dann kannst du auf der rechten Seite das M.M.Upgrade auswählen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Wenn ich auf die Spitzhacke klicke, oder was? Nee, an deiner rechten Bildschirmseite hast du so eine kleine Leiste. Und ganz unten ist das M.M.Upgrade. In meiner Bildschirmleiste. Seite. Wenn ich das Inventory offen Nee, habe, nee. hier Black Armor, Black Cosmetic. Nee, ganz oben, wo auch deine Quests sind und so. Quest, Inventar, Crafting. Ah, okay, und M.M. Ah, hier. Oh, jetzt habe ich es geschnallt. Guck mal, kannst du sagen, zum Beispiel Power Upgrade. Ich weiß noch nicht, was das alles bringt. Enable the collection of liquids using Excavation Mode. Alter, was? Weitere Reichweite? Hä, wie geil ist das denn? Was heißt Deconstruction Rate? Heißt einfach nur Geschwindigkeit? 8 Power-Module brauchen wir dafür. 12 dafür, 3 dafür. Ach, alles so teuer. Ich habe ein Power-Modul. Ja, man braucht 8 oder 12. Holla die Welt. Oh Gott. Oh, ich habe auch so einen komischen Stein 10 Silbererz rausgekriegt. Das Ding ist lange. Werde ich es wohl nicht mehr machen. Wie wieder irgendeinen bösen Schleim am Hals oder so. Okay, bin tot. Moin. Okay, der ist despawned. Sehr gut. Ah, da bist du ja. Hallo. Was geht da ab? Man baut echt so langsam ab. Ich bin in eine Falle gelaufen. Aber wie ein richtiger Trottel auch noch. Hat es viel Leben gezogen? Nee, 15. Dafür gab es hier unten 4 Eisen und 60 Münzen. Das war's wert. Ja. Ich weiß nicht, wie lange willst du noch machen? Wie spät haben wir es denn schon? Oha. Tja. Also normalerweise gehst du um 23 Uhr schlafen. Oh, so lol. Das ist natürlich ein bisschen knapp daneben, ne? Ja, egal. Wochenende. Und hat ultra Bock gemacht gerade. Ja, ich muss morgen wieder arbeiten gehen. Also beziehungsweise heute. Deswegen würde ich jetzt langsam schauen, dass ich mich ausklinke. Okay. Dann mache ich auf jeden Fall auch aus. Dann gehe ich jetzt Heia Heia machen und wünsche einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Bis morgen. Mich auch. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, ich hoffe, mal alles gespeichert. Dann, ja, war's das für unsere erste Session. Lief doch ganz gut, denke ich mal.